Diese verfickte Sekte! Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich's mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Edens Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter, also ein Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Tja, und wer hatte Recht behalten? Merle Briggs, verdammt! Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sitze mit ihrem Todeswunsch und hab ne Knarre in der Hand, um's den Peggys heimzuzahlen. Mach dich bereit! Überraschung, ihr Scheißer! Jetzt gibt's mit Zins und Zins ist Zins auf den Arsch! War alles vorbereitet! Ja, jetzt seid ihr alle am Arsch! Wir müssen die ganzen Blitztanks zerstören. Wird ihnen eine Lehre sein. Mach die Tanks platt! Genau so! Genau, einfach umfahren! Da drüben! Ramm die Blitztanks! Hilf mir mal beim Zielen, ja? Ruhig! Ruhig! Ich hab hunderte und aberhunderte von Kugeln für euch! Eure scheiß Peggy Raffgier-Methoden, das könnt ihr vergessen!
genug. Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Und wildes Tier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich. Du bist Dank von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Mir helfen. Mein Opa hat als Kind Comics gesammelt. Er hat sie bestimmt verkauft, weil keines seiner Kinder sie haben wollte. Aber ich hätte sie schon gewollt. Und jetzt ist Opa leider tot. Ich habe nichts als Erinnerungsstück. Wenn ich diese Comics nicht zurückkriege, wenn du die Comics für mich findest, bin ich mir sicher, dass es sich für dich lohnen wird. Ich brauche aber wirklich alle. Oh, du hast schon welche? Das ist ja super. Sobald du den Rest hast, bezahle ich dich. Was will Evenscale denn überhaupt mit einem Flieger? In einem Bunker?
Moment, habe ich hier so eine Vanillekola, oder? Da bin ich vorher auf den Geschmack gekommen. Ist jetzt nicht besser als die Original, finde ich. Aber mir schmeckt sie sogar besser als die Mezzomix. Weil Mezzomix schmeckt auch mal, aber ich trinke da lieber Spezi. Oder mal einen Schluck von diesem River Cola. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Lasst niemanden durch!
euch! Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz.
Mein Vater hätte dich gemocht. Musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy.